Kapitel 1. Die Kategorien des Tauhid. Wörtlich bedeutet Tauhid etwas für einzig erklären, in Klammern als eins erklären, oder Einheit ausdrücken. Der Begriff stammt von dem arabischen Verb wahada, was sprachwissenschaftlich zu einem machen bedeutet. Wird der Ausdruck Tauhid jedoch im Zusammenhang mit Allah, zum Beispiel Tauhidullah, verwendet, so versteht man darunter die Verwirklichung und Aufrechterhaltung der Einheit Allahs bei allen menschlichen Handlungen, die direkt oder indirekt mit Allah zu tun haben. Es ist der Glaube, dass Allah einzig ist, ohne Partner in seiner Herrschaft und seinen Handlungen, in Klammern Rububiyya, einzig in seinem Wesen und seinen Eigenschaften, in Klammern Asma wa Sifat, ohne irgendeine Ähnlichkeit zu etwas anderem. Er ist einzig in seiner Göttlichkeit, ohne Mitstreiter, und einzig in der Anbetung, in Klammern Uluhiyya, Ibadah. Diese drei Aspekte bilden die Grundlage für die Kategorien, in die die Lehre des Tauhid herkömmlich unterteilt wurde. Diese drei Aspekte überschneiden sich und sind derart unzertrennlich, dass wer auch immer einen Aspekt weglässt, die Erfordernisse des islamischen Monotheismus nicht mehr erfüllt. Das Auslassen einer der oben genannten Aspekte des Tauhid wird als Schirk bezeichnet. Schirk bedeutet das Beigesellen von Partnern zu Allah. In der islamischen Terminologie ist das nichts anderes als Vielgötterei. Die drei Kategorien der Einheit Allahs, in Klammern Tauhid. Erstens, Tauhid al-Rububiyya, wörtlich die Aufrechterhaltung der Einheit in der Herrschaft Allahs. Zweitens, Tauhid al-Asma wa Sifat, wörtlich die Aufrechterhaltung der Einheit in den Namen und Eigenschaften Allahs. Drittens, Tauhid al-Ibadah, wörtlich die Aufrechterhaltung der Einheit im Gottesdienst für Allah. Weder der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, noch seine Gefährten gliederten den Tauhid in seine einzelnen Bestandteile auf, da es zu ihrer Zeit noch nicht notwendig war, dieses grundlegende Glaubensprinzip auf diese Art und Weise zu analysieren. Die Grundlagen für diese Komponenten sind jedoch sowohl in den Versen des Koran als auch in den erklärenden Aussprüchen des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, und seiner Gefährten enthalten. Dem Leser werden die Beweise klarer erscheinen, wenn wir im Folgenden jede einzelne Kategorie detaillierter behandelt haben. Die Notwendigkeit für diese analytische Annäherung an das Tauhid-Prinzip ergab sich, nachdem sich der Islam in Ägypten, Byzanz, Persien und Indien verbreitet hatte. Durch die Ausbreitung wurden auch die Kulturen jener Länder eingegliedert. Natürlich brachten die Menschen in den Ländern, die den Islam annahmen, Überreste der alten Religion in ihre neue Religion mit ein. Als diese neuen Konvertiten damit begannen, ihre verschiedenen philosophischen Konzepte über Allah in Schriften und Diskussionen auszudrücken, verursachten sie damit viel Verwirrung und bedrohten damit den einfachen monotheistischen Glauben des Islam. Andere versuchten, aufgrund ihrer Unfähigkeit, den Islam mit militärischen Mitteln zu bekämpfen, ihn im Geheimen zu zerstören, während sie nach außen hin vorgaben, den Islam angenommen zu haben. Diese Gruppe von Menschen begann damit, entstellte Ideen über Allah unter den Massen aktiv zu propagieren, um die erste Säule des Glaubens, des Iman, und somit den Islam an sich zu zerstören. Den muslimischen Historikern zufolge war der erste Muslim, der die Position eines uneingeschränkt freien Willens des Menschen vertrat und Qadr, das heißt göttliche Bestimmung, ablehnte, ein irakischer christlicher Konvertit mit dem Namen Sausan. Sausan nahm später wieder die christliche Lehre an, aber nicht ohne vorher seine Schüler angesteckt zu haben. So verbreitete dann Ma'bad ibn Khalid al-Juhani aus Basra die Ideen seines Lehrers
bis er vom umayyadischen Kalifen Abdul Malik ibn Marwan, der von 685 bis 705 regierte, im Jahre 700 gefangen genommen und hingerichtet wurde. Die jüngeren Gefährten des Propheten, die zu dieser Zeit noch am Leben waren, wie Abdullah ibn Umar, gestorben 694, und Abdullah ibn Abi Aufa, gestorben 705, ermahnten die Muslime, diejenigen, die Qadr leugneten, weder zu grüßen, noch bei ihrem Tode das Totengebet zu vollziehen, da sie diese Menschen als Glaubensverweigerer ansahen. Die ursprünglich aus der christlichen Tradition stammenden philosophischen Theorien zur Willensfreiheit des Menschen fanden jedoch immer neue Anhänger. Raylan ibn Muslim aus Damaskus, der bei Ma'bad studiert hatte, verteidigte diese Meinung, bis er vor dem Kalifen Umar ibn Abdul Aziz, der von 712 bis 720 regierte, gebracht wurde. Er widerrief seine Lehre öffentlich, fuhr jedoch nach dem Tod des Kalifen damit fort, die Lehre über die Willensfreiheit weiter zu verbreiten. Der nächste Kalif, Hisham ibn Abdul Malik, der von 724 bis 743 regierte, ließ ihn verhaften, verhören und schließlich hinrichten. Eine andere bekannte Gestalt in dieser Kontroverse war Al-Ja'd ibn Dirham, ein Anhänger der Philosophie des freien Willens, der so weit ging, dass er die Koranverse, in denen die Eigenschaften Allahs beschrieben werden, aus der Perspektive der neuplatonischen Philosophie zu interpretieren begann. Al-Ja'd war eine gewisse Zeit Privatlehrer des umayyadischen Prinzen Marwan ibn Muhammad, der später der 14. Khalif wurde und von 744 bis 750 regierte. In seinen Predigten in Damaskus lehnte er öffentlich einige Eigenschaften Allahs ab, wie zum Beispiel das Sehen und das Hören, so dass ihn der umayyadische Gouverneur schließlich vertreiben ließ. Darauf floh er nach Kufa, wo er seine Ideen weiterverbreitete und neue Anhänger fand, bis seine ketzerische Einstellung auch dort bekannt wurde. Daraufhin ließ ihn der umayyadische Gouverneur Khalid ibn Abdullah im Jahre 736 öffentlich hinrichten. Sein wichtigster Schüler Jaham ibn Safwan war ihm jedoch gefolgt und verteidigte die Doktrinen seines Lehrers nach dessen Tod in den philosophischen Kreisen von Tirmis und Balh. Erst nachdem er seine Häresie schon weit verbreitet hatte, ließ ihn der umayyadische Gouverneur Nasr ibn Sayyar im Jahre 743 hinrichten. Die früheren Kalifen und ihre Gouverneure waren den islamischen Prinzipien näher, und das Bewusstsein der Massen war durch die Anwesenheit der Prophetengefährten und ihrer Schüler stärker. Daher ließen die Herrscher bei öffentlicher Ketzerei die Hinrichtung vollstrecken. Nicht so jedoch die späteren umayyadischen Kalifen, unter denen sich die Dekadenz auszubreiten begann, während das Interesse an religiösen Angelegenheiten geringer wurde. Aber auch im Volk war das islamische Bewusstsein geschwunden, so dass die Leute anfälliger für abweichende Ideen wurden. Nachdem viele Menschen dem Islam beigetreten waren und das Wissen von einer wachsenden Zahl an eroberten Nationen aufgenommen worden war, kam es kaum noch dazu, dass Abtrünnige exekutiert wurden, um ketzerischen Neigungen abzuwehren. Die Aufgabe, sich solchen Neigungen entgegenzustellen, lastete in jeder Zeit allein auf den Schultern der muslimischen Gelehrten, die aufstanden, um den Kampf auf intellektueller Ebene zu führen. Sie widersprachen den verschiedenen fremden Philosophien und Glaubensbekenntnissen systematisch, indem sie diese in Kategorien unterteilten und ihnen Prinzipien aus dem Koran und der Sunna entgegenhielten. Diese defensive Haltung war die eigentliche Ursache für die Entwicklung der Wissenschaft des islamischen Einheitsprinzips, Tauhid, mit seinen genau definierten Kategorien und Elementen. Der Prozess der Spezialisierung vollzog sich simultan in allen Bereichen der islamischen Wissenschaft, ähnlich dem heutigen Schicksal der weltlichen Wissenschaften. Wenn daher die einzelnen Kategorien des Tauhid getrennt und eingehender untersucht werden, so sollte man dabei nicht vergessen, dass diese alle Teil eines Ganzen sind, welches selbst wiederum die Grundlage eines größeren Ganzen bildet, die Grundlage des Islams.